Eine innere Schule ist eine Universität der Seele. Das ist ein Begriff, der mir recht gut gefällt. Eine innere Schule ist eine Schule, die den Menschen jenes Wissen zur Verfügung stellt, das sie benötigen, um aus einem Zustand zu erwachen, der gekennzeichnet ist durch einen Verlust ihrer selbst, durch einen Verlust von Realität, durch einen Verlust des durchlässigen und vollständigen Zugangs zur Seele. Wir kennen immer nur das, was wir kennengelernt haben. Ja, das heißt, wir wissen gar nicht zunächst, was es jenseits unseres Horizontes gibt. Die Erde ist eine Scheibe und am Ende der Scheibe droht man abzustürzen und da geht man erst gar nicht hin. Also, dass die Erde eine Scheibe ist, ist im Grunde immer noch die innere Überzeugung der Massen, auch wenn sie durch die Naturwissenschaft bereits eines Besseren belehrt worden sind. Falsches Wissen von Jahrhunderten und Jahrtausenden aufgenommen, die zusammen einen Geist konstituieren, der vergleichbar ist mit einem System innerhalb einer geschlossenen Blase. Aber letztlich muss es darum gehen, dass diese Blase platzt. Ja, erst dann, wenn ein Mensch nicht mehr in seiner Realität lebt, kann er Zugang zur Realität haben, die nicht mehr konstruiert ist durch den denkenden Geist. Ja, warum sollte ich in so eine Schule gehen? Also aus der Perspektive der Masse der Menschen gibt es eigentlich gar keinen Grund, in so eine Schule zu gehen. Es ist nur notwendig für jene, die in sich einen Ruf verspüren, aufzuwachen aus einem Zustand des Schlafes, in dem sich jeder normale Mensch bewegt, ohne ein Wissen darüber, dass es sich überhaupt um einen Schlafzustand handelt. Ooh.